An Bildern und Dokumenten nagt immer der Zahn der Zeit. Nach Jahren verblassen Farbe und Schrift, das Papier vergilbt oder es entstehen sogar unschöne Flecken darauf. Um die Qualität Ihrer persönlichen Erinnerungsfotos und wichtigen Dokumente zu erhalten, gibt es Fotoscanner. Für welche Variante Sie sich am Ende entscheiden, hängt davon ab, welche Art von Bildern Sie digitalisieren möchten. Es gibt Fotoscanner für Papierfotos und Dokumente, aber auch zusätzlich für Dias, Filme und Negative. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Somicon 3-in-1 Standalone Fotoscanner. Der Standalone Fotoscanner von Somicon ist ein praktisches 3-in-1 Gerät, das neben Fotos auch Dias und sogar Negative scannt und digitalisiert. Was der Unterschied zwischen Dias und Negativen ist, wird hier erklärt. Sie finden hierfür eine speziell dafür vorgesehene Halterung im Zubehör, die Sie in den Scanner einlegen. Geben Sie einfach Ihre Dias und Negative hinein und schieben Sie die Halterung in das Gerät. Für das Scannen von Fotos setzen Sie den Fotoscanner auf das Bild und schon erfasst er bis zu 15 Aufnahmen innerhalb einer Minute. Die Bilder werden über USB-Kabel übertragen, das Sie mit Ihrem Laptop oder PC verbinden. Der Fotoscanner hat einen hochauflösenden Sensor mit 14 Megapixeln, der eine gute Bildqualität Ihrer digitalisierten Bilder verspricht. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Fotoscanner inklusive Diahalter ein Negativhalter, eine Bodenplatte mit Fotohalterung, ein Akku, ein USB-Netzteil, ein USB-Kabel, eine Reinigungsbürste und eine Gebrauchsanweisung. Wozu kann ich einen Fotoscanner verwenden? Mit einem Fotoscanner können Sie analoge Fotos digitalisieren und so deren Qualität dauerhaft erhalten. Die Alternative wäre das Abfotografieren mit einer Kamera, was allerdings eine viel geringere Bildqualität mit sich bringt. Viele Fotoscanner haben auch eine Funktion zum Scannen von Dias und Negativen. Das muss jedoch speziell vom Hersteller ausgewiesen sein. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Plustek eFoto Z300 Fotoscanner. Der Plustek eFoto Z300 ist ein Einzugsscanner mit intuitiver Bedienung, die vollständig ohne Tasten auskommt. Wenn Sie ein Bild einlegen, zieht es der Scanner automatisch ein, ohne dass Sie dafür einen Knopf betätigen müssen. Auch Formateinstellungen müssen Sie nicht vornehmen. Damit Sie Ihre digitalisierten Aufnahmen auch gleich bearbeiten können, liefert Ihnen der Hersteller eine entsprechende Software gleich dazu. Das Modell verfügt über eine automatische Bildanpassung, sodass die Farben optimal zur Geltung kommen. Aber nicht nur Fotos, sondern auch Dokumente verschiedener Art wie Quittungen, Rezepte und andere können Sie bis zum Format A4 mit diesem Gerät scannen und speichern. Für den Anschluss benötigen Sie lediglich das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel. Das Gerät ist sowohl mit Windows als auch mit Mac OS kompatibel. Auch, wenn Sie wenig Platz zur Verfügung haben, ist der sehr leichte und kompakte Fotoscanner von Plustek eine gute Wahl. Wichtige Produktdaten in der Übersicht: Einzugsscanner ohne Tastenbedienung. Mit Bildbearbeitungssoftware für automatisierte Bildverarbeitung. Automatischer Zuschnitt, automatische Drehung bei Schieflage. Spezielles Rollensystem für schonenden Transport der Bilder. Bildstapelbearbeitung mit bis zu 10 Bildern möglich. Scannt Fotos und Zeichnungen sowie Dokumente verschiedener Art. Sie haben wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch? Fotoscanner sind in der Regel sehr kompakt und nehmen daher wenig Raum auf Ihrem Schreibtisch oder in Ihrem Büro ein. Auch der Einzugsscanner von Plustek ist mit seinen Maßen von 28,9 x 1 x 15,8 cm ein Gerät, das Sie überall problemlos hinstellen können und nicht stört. Weitere Vorzüge von Fotoscannern verraten wir Ihnen in unserem ausführlichen Ratgeber. Das folgende Video zeigt eine Schnellstartanleitung für den eFoto Z300 von Plustek. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Rollei PDF S240C Fotoscanner. Der Rollei Fotoscanner PDF S240C ist sowohl für Fotos als auch für Dias und Negative geeignet. Stecken Sie einfach eine SD-Karte in den Speicherkartenslot und legen Sie mit dem Scannen Ihrer Aufnahmen los.
Auf diese Weise benötigen Sie keinen Computer. Wenn Sie für den Scanvorgang das Gerät jedoch lieber an einem PC anschließen möchten, ist auch das mit dem mitgelieferten USB-Kabel am USB-Anschluss möglich. Im Lieferumfang sind der Multiscanner, eine Halterung für Dias, eine 4-in-1 Halterung für Fotos, ein USB-Kabel, ein USB-Netzgerät, eine Bildbearbeitungssoftware und eine Anleitung enthalten. Das Gerät ist mit gängigen Windows-Betriebssystemen wie Mi 2000, XP oder Vista 7 sowie mit iOS kompatibel. Der Fotoscanner von Rollei unterstützt darüber hinaus eine hohe Auflösung von 2400 dpi mit 24-Bit Farbtiefe. Was bedeuten die Kürzel dpi und der Begriff Farbtiefe? dpi steht für Dots per Inch und gibt die Punktdichte auf 1 Inch bzw. pro Zoll an. 1 Inch sind etwa 2,54 cm. Für Fotos sollte die Punktdichte pro Zoll mindestens einen Wert von 600 haben. Es gilt die Regel, je höher sie ist, desto besser. Die Farbtiefe ist der Umfang der Farb- und Helligkeitsabstufungen eines Bildes. Für eine optimale Bildqualität sorgt eine Farbtiefe von 24 Bit. Das ist der Wert, der am nächsten am menschlichen Farbsehvermögen ist. Der nächste Produkt ist Epson Perfection V600 Fotoscanner Rollei PDF S240 See Fotoscanner. Dieser Flachbettscanner von Epson ist sowohl für Fotos als auch für Negative und Dias geeignet. Sie können problemlos Aufnahmen jeder Größe und jedes Formats damit scannen und das mit einer Auflösung von 6400 dpi. Mit einem einzigen Knopfdruck haben Sie dank der ICE-Technologie die Möglichkeit, Staub, Haare und anderen feinen Schmutz sowie Kratzer und Fingerabdrücke automatisch entfernen zu lassen. Der Epson Perfection V600 Fotoscanner ist mit den Betriebssystemen macOS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista und Windows XP kompatibel. Er hat ein größenverstellbares Vorschaufenster, an dem Sie jedes Detail Ihrer Bilder überprüfen können. Mit der integrierten Bildbearbeitungssoftware Epson Easy Photo Fix optimieren Sie Farben, Helligkeit und Kontraste. Für das Speichern Ihrer Aufnahmen stehen Ihnen neben JPEG verschiedene Formate wie TIFF, BMP, MultiTIFF oder PDF zur Auswahl. Was macht die Firma Epson aus? Seiko Epson Corporation ist ein japanisches Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Fotoscanner. Es ist weltweit einer der größten Hersteller von digitalen Kameras, Scannern, Druckern, Projektoren, Industrierobotern und LCD-Komponenten. Weiterführende Informationen zum Epson Perfection V600 inklusive einem beispielhaften Workflow zeigt das folgende Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Rollei DFS 310 See Fotoscanner Epson Perfection V600 Fotoscanner. Der Rollei DFS 310 See Fotoscanner ermöglicht es, Dias und Negative zu scannen und digitalisieren. Im Lieferumfang dieser Special Edition sind außerdem Einsätze für Super 8 Filme und Pocket Filmstreifen enthalten. Wer mehr über den Super 8 Film erfahren möchte, wird hier fündig. Der Fotoscanner scannt bis zu 20 Dias pro Minute. Ein 2,4 Zoll TFT-Farbmonitor bietet eine Vorschaufunktion und soll eine schnelle Vorgehensweise beim Sichten und Scannen ermöglichen. Der Fotoscanner von Rollei hat ein mehrteiliges Präzisionsobjektiv mit einer Auflösung von 14 Megapixeln. Bei Bedarf lässt sich die Auflösung auf bis zu 24 Megapixel interpolieren. Dadurch sollen auch die kleinsten Details auf den Dia- und Negativfilmen sichtbar werden. Eine Single-Pass-Bilderfassung mit Rastpunkten soll für die genaue Positionierung sorgen. Der Fotoscanner hat 128 MB internen Speicher und ist mit einem Kartenslot für SD- und SDHC-Speicherkarten mit Kapazitäten von bis zu 32 GB ausgestattet. Dadurch sollen sich Dias, Negative und Filme unabhängig vom Computer scannen und speichern lassen. Der Fotoscanner ist kompatibel mit Windows ab der Version 2000 und macOS ab Version 10.4. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-Anschluss oder einen 5-Volt-Adapter. Das Gerät ermöglicht sowohl eine automatische als auch eine manuelle Regelung von Farbabgleich und Belichtung.
Es lässt sich mit einem AV-Kabel oder einem Klinkenstecker an den Fernseher anschließen, um die Bilder direkt auf dem großen Bildschirm zu sehen. Wie hochwertig sind die Fotoscanner von Rollei? Das deutsche Unternehmen Rollei GmbH wurde im Jahr 1920 gegründet. Es hat die legendären zweiäugigen Spiegelreflexkameras entwickelt und ist im Bereich professioneller Fotografie auch heute noch einer der führenden Hersteller. Im Laufe der Zeit hat sich Rollei auch auf die kompakten, würfelförmigen Fotoscanner spezialisiert und liefert in diesem Bereich offenbar hochwertige Produkte. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Epson Fastfoto FF 680 Watt Fotoscanner Rollei DFS 310 Seefotoscanner. Der Epson Fastfoto FF 680 Watt Fotoscanner ist ein WLAN-Scanner, der dank seines automatischen Schnelleinzugs, 100 Blatt 36 Blatt Fotopapier, Schnappschüsse laut Epson schnell digitalisieren kann. Er schafft dabei bis zu 30 Fotos in nur 30 Sekunden. Das Modell scannt mit einer Auflösung von maximal 600 dpi und ist für verschiedene Formate und Größen geeignet, darunter Standardfotos, quadratische Fotos, Panoramafotos und Sofortbilder mit den Maßen 9x13 bis 21x91 cm. Der Scanner ist laut Epson in der Lage, zu erkennen, wann Vorder- und Rückseite zu scannen sind und erfasst so beispielsweise automatisch handschriftliche Notizen auf der Rückseite von Fotos. Je nach Verwendungszweck erstellt der Fotoscanner JPEGs zum Teilen oder große TIFF-Dateien für eine hohe Bildqualität. Mit automatischer Bildoptimierung, der Epson Fastfoto FF 680 Watt Fotoscanner bietet nicht nur die Möglichkeit, Fotos manuell zu bearbeiten, sondern hat eine Reihe von automatischen Funktionen, die Fotos sofort optimieren und für die Weitergabe vorbereiten. Dazu gehören laut Epson das Zuschneiden, Drehen und Wiederherstellen von Farben in verblassten Fotos sowie das Optimieren von Helligkeit, Kontrast und Farbe. Es ist laut Hersteller möglich, sowohl die optimierte als auch die originale Version des Scans zu speichern. Der Fotoscanner kann laut Epson mehr als nur Fotos verarbeiten. Er eignet sich beispielsweise zur Archivierung von ein- oder zweiseitigen Dokumenten mit 45 Seiten pro Minute, vertikal bis DIN A4. Es lassen sich auch Panoramabilder verarbeiten und dank der OCR-Software sind die gescannten Dokumente in Word und Excel bearbeitbar und lassen sich in PDFs abspeichern. Die Fastfoto-Software, die dem Scanner seinen Namen gibt, erlaubt es laut Epson, die Bilder per E-Mail weiterzugeben oder automatisch in Cloud-Dienste wie Dropbox oder Google Drive hochzuladen. Steht ein hoher DPI-Wert automatisch immer für eine hohe Scanqualität? Die Auflösung ist nicht das einzige Kriterium für eine gute Scanqualität. Wenn der Scanner über eine hochwertige Optik verfügt, kann er auch mit einer Auflösung von 600 dpi Bilder scharf und farbintensiv digitalisieren. Allerdings ist die Auflösung ein wichtiger Faktor, wenn Sie Ihre Aufnahmen stark vergrößern möchten. Dann sind Auflösungen von mindestens 1000 dpi sinnvoll. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Epson Perfection V39 Fotoscanner Epson Fastfoto FF 680 Watt Fotoscanner. Der Epson Perfection V39 ist ein platzsparender Flachbettscanner, der Ihre Fotos und Dokumente in Sekundenschnelle scannt. Er liefert dabei eine hervorragende Auflösung von 4800 dpi und eine ebenso überzeugende Farbtiefe von 24 Bit. Über den USB-Anschluss verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem PC und können sofort mit dem Digitalisieren Ihrer Bilder beginnen, denn eine Aufwärmzeit benötigt das Gerät nicht. Danach haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bilder und Dokumente auch online zu speichern und anderen zur Verfügung zu stellen. Scannen Sie dafür direkt in die Cloud oder zu Facebook. Der Fotoscanner von Epson beinhaltet auch eine Bearbeitungssoftware, mit der Sie Ihre Bilder optisch noch weiter verbessern. Die Software beseitigt Staub, frischt ausgeblichene Farben auf und korrigiert die Hintergrundausleuchtung. Auch Dokumente werten Sie mit der integrierten Software auf. Sie können die Textschärfe erhöhen sowie ein unerwünschtes Durchscheinen von Schrift und Bildern bei doppelseitigen Dokumenten entfernen. Im Lieferumfang sind der Fotoscanner, eine CD mit Treiber und Hilfsprogrammen, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung und ein Garantiedokument vorhanden. Mit dem integrierten Ständer können Sie den Scanner sowohl flach als auch seitlich aufstellen, um Platz auf Ihrem Schreibtisch einzusparen.
Welche Vorteile haben Flachbettscanner? Zum einen haben sie ein sehr kompaktes Design und zum anderen sind sie vielseitig einsetzbar. Sie können sowohl Fotos als auch Dokumente, Buchseiten und vieles mehr scannen. In unserem Ratgeber gehen wir ausführlich auf die verschiedenen Arten von Fotoscannern ein und stellen auch den Flachbettscanner genauer vor. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ryobasen Hochauflösender 35mm Filmscanner Epson Perfection V39 Fotos. Ryobasen Hochauflösender 35mm Filmscanner Epson Perfection V39 Fotoscanner. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.